Ganz kurz mal. Ja? Warum soll ich jetzt hier sitzen bleiben? Einfach nicht fragen, bleib einfach sitzen, guck nach vorn. Holzner Maß! Und er sagte sich, was ich mit dem Stroh und dem Holz geschafft habe, werde ich den Stein ja wohl mit Leichtigkeit hinkriegen! Das, was er sagt. Jawohl, und lief an und rat mit voller Macht so. Gegen ein Steinhaus. Ja. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Die Kunst ist eine grausame Geliebte. Mhm. Ja, voll. Die Leute wollen was sehen! Ja. War da was? Die Schweine lachten. Das Publikum lacht. Moment. Eigentlich ist die Geschichte hier schon zu Ende. Wir müssen ja erwähnen, das ist ja die Moral von der Geschichte, dass wer ein Haus aus Stein gebaut hat, immer auf der sicheren Seite des Lebens ist, aber nicht bei uns. Nein, der Wolf lief nach Hause und holte von zu Hause, wo von der letzten Silvesterfeier noch ein bisschen Schwarzpulver übrig geblieben sind, die letzte Ladung. Wie bitte? Du hörst einfach nicht zu, du sitzt hoch in einem Steinhaus und verstehst nichts. Das ist gut isoliert, du hörst gar nicht, was da draußen passiert. Ganz genau. Ja. Und er legte eine Spur Schwarzpulver um das Haus. Wolf ist ja nicht doof. Ja, das ist der Tod, der hat von allen immer die längste Lunte. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das macht so. Da reicht ja ein Blick. Das Publikum zählt. In wenigen Augenblicken ist es soweit. Die Zündung mag hinangehen. Das Publikum zählt hinunter. Drei. Zwei. Ich sagte drei. Also, drei. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Zündung. Bam. Das Haus. Nix, Bam. Ich hab die Batterien vergessen. Anders machen. Wie denn? Du kugelst das auf? Ja. Oh, gut, okay. Achtung, Sprengung! Und zündete das Haus! Es macht nur Bam! Das Publikum macht immer Bam! Bam! Das Haus explodierte, die Schweine flogen durch die Luft! Ins Weltall. Action! Durch die Luft ins Weltall? Und fielen hernieder. Oh! Jetzt ein Mikro am Mikro. Oh. Geschichte. Es war da. Sie fielen in den Dreck. Ich bin im Dreck. Du bist noch nicht im Dreck. Deine Mutter. Der Wolf lachte auf. Schon besser. Riss das Maul auf und erblickte die breiten, fetten Hinterbacken des ersten Schweines. Ich krieg nicht auf einmal im Mund. Kannst du auch zweimal zubeißen. Der soll was? Moment mal. Nein, du kannst da liegen, kümmere ich dich darum. Nee, da gibt's ja auch noch ein bisschen. Jawohl! Schrei das erste Schwein an! Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Schrei das erste Schwein an! Jawohl! Das hat er nicht! Das Publikum ruft, oh nein! Oh nein! Oh doch! Oh doch! Ja! Oh ja! Der Wolf hat aber seine Schaschlikssoße vergessen. Das ist eine Schaschlikssoße. Ja, okay. Ja. Doch in diesem Augenblick, als der Wolf gerade seine spitzen Zähne in den unschuldigen Speck des ersten Schweines versenken wollte. Da ist überhaupt kein Speck. Ah, naja. Der Schinken! Nee, stimmt, ist nur Schwarte. Bierschinken, muss mich konzentrieren, das ist ein wichtiger Moment. Ja, konzentrier dich doch. Nahm er einen tiefen Luftzug und atmete den Gestank der drei Schweine ein. In diesem Augenblick wurde es dem Wolf schlecht. Er musste sich den Mund halten. Das Innerste kehrte sich nach außen, er lief schnell in den Wald zurück und musste sich tierisch übergeben. Wie kehrt sich denn mein Innerstes nach? Ah, okay, verstehe. Die Schweine waren gerettet, das Publikum applaudiert. Zeit! Komm mal hoch, das ist nicht so lieb. Und höret ihr Leute, die Moral von der Geschichte lautet: Und wenn du stinkst wie ein Schwein, kann das auch mal nützlich sein. Danke, Gemeinde!
kleine Schweinchen im Original eigentlich nur so ein Absatz? Hier aufgeführt von heiligen Dreischäufigkeit, doch was sind wir ohne euch? Und deswegen nicht nur die, die in der Sonne vor sich hingedarrt haben, sind zu bejubeln, sondern auch die beiden edlen Parts, die zum ersten Mal ihr Leben so eine Schweinerei über sich ergehen lassen mussten. Deswegen einen Riesenapplaus für das zweite Schwein. Spring einmal auf. Der Prinz von Holland. Ach, ist es. Ja. Ja, jetzt erkenne ich ihn auch. Ist es, Jakob der Dritte. Ja, oh, komm, ja, steh uns bei. Zu unserer Linken und zu eurer Rechten eine junge Maid, die gerade erst vor kurzem 18 Jahre alt geworden war. Zur Schande und Schweige über sie ergeben lassen mussten. Zieht ihr nicht mehr das zwei Dritte Schwein. Bravo. Das ist wie Gleis 9 3 Viertel, it's magic. Zu meiner Rechten, wahrlich, der erste Vertreter der heiligen Mutterkirche, ein Mann mit einer Größe von 1,85 mit Haaren 2,10 Meter. Für euch der Kampfkoloss des Glaubens. Der Klops, der Klops, der oberste Käse, das erste Schwein, Numero Uno, Ancho, Bruder Rectus. Und zu meiner Linken, garstig ist er wie kein Zweiter. Deswegen die wahrscheinlich mythologisch unbeliebteste Figur der Welt. Und deswegen gebt ihn einen Applaus, denn er braucht jede Liebe, die er kriegen kann. Für euch, der Tod. Und einen besonderen Mitspieler möchte ich hier noch einmal präsentieren. Er darf bei keiner Aufführung fehlen. Er war beim ersten Mal dabei und er wird noch viele Mal dabei sein. Er war schon alles gewesen. Er war ein Meer, er war eine Mauer, er war ein Bett, er war eine Höhle, ein Schiff sogar. Und heute war er gleich drei Häuser hintereinander. Für euch, die Band! Liebe Gemeinde und liebe Gemeinde, keine Märchenstunde ohne den Mann, der sich all die Fantastilliarden-Geschichten beinahe merken kann. Man merkt es daran, dass sie meistens anders enden als erwartet. Aber es ist immer noch der von uns dreien mit dem bestfunktionierenden Hirn und Gedächtnis. Und mit der bestfunktionierenden Verdauung. Es ist der Unglaubsame, der Wunderschöne, der hässliche Haar! Wir werden die Bühne räumen, es wird bald Pupo hier erscheinen. Wunderschöne Musik aus schönen Weibermaule zu euch ins Herzlein direkt hinein verpflanzt. Wir sehen uns später wieder zur Gewandungsprämierung, zur Nasenmaskenprämierung und ansonsten auf dem Platz. Lasst es euch gut ergehen und bis dahin, wenn wir uns wiedersehen, wünschen wir euch noch alles Erdenkliche. Auch Gutes. Dankeschön.